Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wie geht es ab? Heute stellen wir vor unseren heiligen Tag der jüdischen Volke, das Tag Yom Kippur. Es ist der Tag, dass wir zu Gott beten an, dass er Vermögen Dinge, die wir sauer gemacht hatten. Und ja, jetzt gehe ich am Park. Ich finde mich auf dem Park und ich werde durch den Wald laufen, genießen die Zeit hier. Ja, was noch? Einfach. Ich fange jetzt an. Ich muss es angefangen wird und ja, dann geht es los. Bis dann. So, jetzt gehe ich auf einen Brücke. Laufe auf einen Brücke. Ja. Wir weisen den Hochgras. So jetzt sieht den Wald aus. Ein bisschen. Jetzt kommen wir zum Meer. Das Meer ist sehr groß. Ihr könnt es sehen. Zu mir gekommen. Sehe ich sehr schön aus. Und ja, ich laufe gerade darum. Die zweite Umgang gemacht. Und hier seht ihr die Wiese, die Bäume. So Leute, jetzt bin ich mit meinem Lauf fertig. Und ich bin 10 Kilometer gelaufen um 1 Uhr und 16 Minuten. Das ist gut für mich, weil ich habe nicht die Gelegenheit, so viel zu laufen. Aber ich bin sehr lange gelaufen, seit einer langen Zeit. Und es ist gut für mich. Ich fühle mich entspannt aus. Habe mich entspannt. Und ja, ich mache jetzt die Dehnübungen. So.